Kommen wir nochmal auf Ihr Unternehmen, die BSC, zu sprechen. Hat sich ja sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren, das Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen jetzt im Vertrieb, in der Kundenberatung tätig und in welchen Beratungsfeldern sind die Kollegen aktiv? Unser Unternehmen haben wir 2003 bereits gegründet. Mhm. Wir freuen uns, dass wir jetzt in diesem Jahr 2018 tatsächlich 15 Jahre Firmenhistorie hinter uns haben. Wir sind im Vertrieb mit den neuen Partnern, die dieses Jahr gerade dazukommen, sind wir 27 Berater. Okay. Wir haben etwa 13 Partner, die im Innendienst, in der Servicierung letztendlich mit tätig sind. Also wir sprechen von ca. 40 Partnern, die heute für unser Unternehmen tätig sind. Aus unserer Unternehmung heraus hat sich mittlerweile eine kleine Firmengruppe entwickelt. Das heißt, die BSC ist heute Teil einer Finanzgruppe. Die Geschäftsfelder, die wir abdecken, sind im Wesentlichen der komplette Bereich der Arbeitskraftabsicherung und der Kapitalaufbau. Okay. Das Vermögensmanagement ist ein wichtiger Aspekt. Genauso wie das Thema der Finanzierungen und Teilbereiche, die wir an der Stelle nicht gut bedienen können. Da holen wir uns Experten im Markt dazu, die als Kooperationspartner mit uns agieren. Ja. Das kann zum Beispiel das Thema Gewerbe sein oder Spezialbereiche etc. Ganz genau. Genauso wie das Thema Krankenversicherung. Oder wenn Sie heute über Spezialthemen im Versicherungssegment sich Gedanken machen, Sie haben einen Schaden im Bereich der Arbeitskraftabsicherung, das ist kein Tagesgeschäft, da brauchen Sie Experten, dann holen wir uns natürlich auch immer Dienstleister mit dazu. Okay, das heißt auch Ihre Berater sind nicht immer zwangsläufig in allen Beratungsfeldern tätig, sondern können eine Spezialisierung auch herausarbeiten. Was ist so das Beratungsgebiet für einen ehemaligen Banker, wahrscheinlich Finanzierung, Fondsgeschäft, solche Dinge nehme ich an, ne? Oder geht er auch im Versicherungsbereich? Gibt's also die klassische Bankausbildung ist schon so, Sie haben immer die Trennung in Aktiv- und Passivgeschäft. Sie haben also selten den Berater, der sowohl Finanzierungen als auch Kapitalanlage kann. Okay, ja. Das wünschen wir uns schon, dass er das kann. Da bilden wir auch intern aus. Mhm. Und im Versicherungsbereich ist es schon so, dass wir auch das Thema Arbeitskraftabsicherung, das Thema geförderte Altersvorsorgen, das sind Themen, die wir bei einem Berater voraussetzen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, das ist auch der Grund, warum wir nur mit ausgebildeten Fachleuten, speziell mit Bankkaufleuten arbeiten wollen. Ja. Weil wir sagen, die decken ein großes Portfolio ab, was wir unter professioneller Allfinanzdienstleistung verstehen. Mhm. Aber wenn es jetzt in speziellere Sachversicherungsthemen, vielleicht sogar im Gewerbesachbereich geht, da kann Bankkaufmann die Themen nicht abdecken und da wäre es auch vermessen zu sagen, wir bilden die Leute so gut aus, dass die alles können. Ja. Da brauchen wir dann Strukturen bei uns im Unternehmen, die wirklich Spezialthemen im Hintergrund abarbeiten. Okay. Für uns ist wichtig, dass der Bankkaufmann, der bei uns tätig ist, der muss ein toller Beziehungsmanager sein. Der muss dem Kunden das Gefühl sagen, dass er der Experte ist für alle Finanz- und Versicherungsfragen. Und er muss die Sicherheit im Hintergrund haben, dass er alle Themen auch bearbeiten kann. Entweder selbst, das kann er in 80-85% der Fälle, und für die anderen 10-15% der Themen, die er nicht bearbeiten kann, muss unser Spezialistennetzwerk im Hintergrund zur Verfügung stehen. Und das funktioniert sehr gut. Okay, das heißt, sagen wir mal so, mit der Ausbildung in der Bank, also davon sind Sie nach wie vor überzeugt. Also die Leute, die aus der Bank kommen, haben in der Regel eine gute Basis, also sonst würden Sie es ja nicht. Finde ich existenziell. Ja. Auch das ist das, was wir am Markt immer wieder erleben, dass das eine ist, Produkte gut verkaufen zu können. Das andere ist aber auch, Produkte zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen. Und das setzt eine fundierte Ausbildung voraus. Und da bin ich der Erste, der unterstreicht, dass wir in Deutschland immer Grundlagen brauchen, dass nur Fachleute in diesem sensiblen Finanzbereich tätig sind. Mhm. Und da ist der Bankkaufmann ohne Zweifel eine tolle Ausbildung, die über mehrere Jahre geht, die sehr fundiert ist. Und auch hat der Gesetzgeber da sehr weitreichende Regelungen geschaffen. Sie können heute nicht eine Bankausbildung machen und können dann sich selbstständig machen als Finanzberater. Das funktioniert heute nicht. Sie brauchen auch eine gewisse Karriere, die Sie in der Bank gemacht haben. Sie brauchen Berufsjahre, die Sie nach der Ausbildung mit bewältigen. Und dann haben Sie aus meiner Sicht eine sehr fundierte und gute Ausbildungsgrundlage, diesen Beruf auch außerhalb einer Bank auszuführen.